Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich bin gerade hier in meinem Hotelzimmer angekommen. Ich bin in Murrhardt. Da war ich schon vor 3 Jahren zur schwäbisch-alemannischen Fasnacht. Hier ist ein Umzug, ein Nachtumzug. Und dieses Jahr möchte ich den wieder sehen, nachdem wir ja auf gut Deutsch 2 Jahre Pause hatten. Ja, und ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Natürlich kann man nicht vorher sagen, was es so an Aufnahmen gibt. Schwäbisch-alemannische Fasnacht, Fasnet, wie die hier sagen. Das ist etwas, was mich schon lange interessiert hat. Und vor etwas über 3 Jahren muss es gewesen sein, da hat mich der Micha angeschrieben und hat gesagt, hey Sven, hier in Murrhardt, meiner alten Heimatstadt, da ist eben dieser Nachtumzug. Es ist heute so, dass ich wieder den Micha treffe und dann sind wir, glaube ich, zu 5. Also da kommen noch welche. Ich ziehe mir jetzt meine Schuhe an und werde eine kleine Tour, es ist ja noch hell, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, was habe ich denn für eine Uhrzeit, 15.30 Uhr, noch 2 Stunden, bis die anderen zumindest zum Essen sich treffen, also wo wir uns treffen und vielleicht, ich muss mal jetzt SMS absetzen, beziehungsweise WhatsApp und gucken, wer ist denn schon wo da. Zur Straßenfasnacht möchte ich noch was sagen. Schwäbisch-alemannische Fasnacht. Ich würde sagen, ich kenne mich nicht gut aus, aber wenn man so ein bisschen bei Wikipedia guckt, dann erfährt man da schon einiges. Und was das Interessante für mich hier ist, das sind diese Holzmasken. Ich liebe Holzmasken. Ich war ja auch mal in Japan, habe da einen Maskenschnitzer besucht, der diese japanischen Theatermasken schnitzt, No-Masken und auch andere Theatervariationen. Auf jeden Fall hat mich das schon immer gereizt, so einen Nachtumzug mir anzusehen. Beziehungsweise nicht Nachtumzug, sondern überhaupt diese Tradition mal kennenzulernen. Was hinter der Tradition, hinter jedem Verein und überhaupt so steckt, da bin ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich fit drin. Aber ich weiß, dass diese Masken Larven genannt werden. Und wenn man jetzt so ein bisschen nachliest, dann werdet ihr diesen Begriff auch kennen. Warum Larven? Es gibt zum Beispiel ja, den Täter zu entlarven, also die Maske abzunehmen. Und daher kennt ihr das. Und das habe ich vorhin in Wikipedia gelesen. Ich hatte nicht viel Zeit, ich habe ja gearbeitet noch vorhin. Also das ist sehr interessant, wo viele Begriffe auch herkommen, die wir gar nicht kennen. Jeder von uns würde Maske sagen. Und ja, wie weit die traditionell sind oder so, oder ob die Gruppe sich einfach etwas ausgedacht hat, wie sie daherkommt. Es gibt Hexen und. Ja, also Larven können auch Geister sein, sage ich mal. Und ja, der ein oder andere kennt vielleicht den Krampus, diese Figur mit den Hörnern, die ich glaube mehr so auch im österreichischen Raum ist, aber ich habe auch schon hier eben solche Figuren gesehen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich gehe jetzt raus. Ich will auch nochmal eine Zeitrafferaufnahme machen und ich hoffe, dass ich was zustande bekomme. Wahrscheinlich werde ich morgen früh hier sitzen und euch so ein kleines Resümee aufnehmen, ohne die Bilder gesehen zu haben. Also ihr seid immer ein Stückchen schlauer wie ich, weil ja, ich sehe erst meine Bilder frühestens morgen Abend und ja. Gerade schnell bezahlt und jetzt sehe ich mich ein bisschen um. Ja, Murrhardt liegt Heilbronn, Stuttgart. Und dann Richtung Osten, in der Walachei, könnte man sagen. Und wenn ich Walachei sage, bitte, falls das jemand aus Murrhardt sieht, wenn man von Westen kommt, hat man echt das Gefühl, man ist so kurz vor der Bruchkante. Weil die Straßen haben nicht mal mehr eine Mittelmarkierung an gewissen Stellen, weil sie so schmal sind.
Rems-Murr-Kreis heißt das Ganze hier übrigens. So, ich habe mich mal auf den Balkon gesetzt. Es könnte natürlich sein, dass es etwas windig wird. Habe gerade mal Nachrichten verschickt an die anderen. Und ich bin sehr gespannt, wie das heute wird. Ich weiß gar nicht mehr, wie das vor 3 Jahren war. Man erinnert sich doch irgendwie nie gut. Und was ich vor allen Dingen dann noch mir nochmal ansehen muss, sind die Einstellungen meiner Kamera. Und ich hoffe, dass ich die ISO nicht so hoch drehen muss. Von der Location her muss ich sagen, wir werden wieder an derselben Stelle stehen wie vor 3 Jahren, also auf dem Marktplatz. Und da sollte man auch recht früh sein, weil man möchte ja sozusagen in der ersten Reihe stehen. Aber schauen wir mal. Das wird auf jeden Fall interessant. Ich glaube, dieses Jahr gibt es mehr Auflagen mit der Absperrung. Aber da muss man durch. Deutschland. Einerseits gut, andererseits schlecht. Also für die Leute, die noch 3 Gehirnzellen im Kopf haben, die wissen, wie sie sich verhalten müssen. Übrigens gibt es hier keine Wagen, also nicht so wie in Köln, Mainz oder Düsseldorf oder sonstige Fastnachtsumzüge mit Wagen. Hier gibt es, ich sag mal, Bollerwagen, wo Getränke drauf sind. Der Zugweg ist auch nicht wirklich lang. Naja, gut, ich glaube, ich habe euch genug voll gelabert schon für dieses Video. Jetzt chill ich noch ein bisschen und dann sehen wir mal weiter, was heute noch so passiert. We'll be right back.
Hallo ihr Lieben. Ich habe keine Ahnung, ob das Licht was taugt. Ich habe mir erstmal ein Handtuch geholt. Nachtumzug in Murrhardt. Was gibt es zu sagen? Leute, es hat geregnet. Also so richtig. Und Entschuldigung. Oh. Ja, also ihr seht, Haare desaströs, Kamera nass, Bilder ganz, ganz viele mit ultra schlechten ISO und Belichtungszeiten. Es war dieses Mal ganz anders wie vor zwei Jahren, muss ich ganz klar sagen, leider. Die Gruppen, also wir haben vielleicht auch eine schlechte Stelle gehabt, muss man auch sagen. Aber trotz alledem, es war mal wieder was anderes. Ja, also es ist nicht der rheinische Karneval, es ist eben der Karneval mit Masken, mit anderen Sprüchen, mit anderen Schlachtrufen, ganz viele Schlachtrufe. Da fällt mir übrigens gerade ein, das hier war die Eintrittskarte sozusagen für den Umzug, 3 €. Und da ist das Wichtigste drin eigentlich, nämlich die Teilnehmerliste. Und da bin ich echt glücklich drum, weil diese Teilnehmerliste, die nehme ich natürlich mit nach Hause und werde dann auch gucken. Es waren 47 Nummern. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Entschuldigt, wenn das jetzt so ein bisschen laber wird. Aber also um 19.11 Uhr fing der Umzug an. Wir haben jetzt 20.40 Uhr und ich bin im Hotel. Ist also nicht sehr lang gewesen, Gott sei Dank eigentlich, weil tratschenass, wie gesagt. Ja, ich werde jetzt so ein bisschen, ich muss mal hier gucken, ob ich das irgendwie anders machen kann. So, vielleicht, weil auch die Olympus, ne, die ist natürlich, oder die OM Systems, die ist richtig nass geworden. Ich trockne die jetzt mal ab. Also sie hat funktioniert, einwandfrei. Ich guck mal gerade, wie viele Bilder ich gemacht habe. Also auf der Uhr stehen 1900. Ich habe natürlich bergeweise Ausschuss. Das weiß ich jetzt schon. Warum habe ich Ausschuss? Weil, was hatte ich denn für eine Belichtungszeit? Ein Achtzigstel. Ein Achtzigstel Belichtungszeit bei Offenblende 2,8. Jetzt ist natürlich so, was hätte ich besser machen können? Blitzen ist ein absolutes No-Go. Das muss man mal ganz klar sagen. Es gab zwar einen Fotografen, der hat wohl auch geblitzt. Nein, das gibt keine schönen Bilder. Dann geht man doch besser zu einem Tagesumzug. Da ist auch irgendwo einer, aber ganz ehrlich, ich glaube, am Tage ist das alles nicht so schön. Ja, so denke ich jetzt jedenfalls mal. So, also jedenfalls, die Kamera, die bleibt jetzt natürlich offen liegen. Ich überlege gerade, nee, die Heizung ist hier nicht an, muss auch nicht sein, aber sie darf jetzt ausdampfen. Ich werde mich jetzt hier umziehen, es ist ja eigentlich viel zu früh, um ins Bett zu gehen oder so, aber ich werde jetzt duschen gehen. Ich habe Gott sei Dank auch genug Klamotten dabei und oder reden wir über morgen? Also es gibt morgen mehrere Optionen und eine Option ist Eisvogel fotografieren. Der ist in der Nähe von Heilbronn und dieser Eisvogel, der wäre so unschüchtern, dass man locker auf 10 Meter rankommt. Es sind wohl auch sehr viele Fotografen da. Ah, ich bin nass. Ja, und entweder das oder einen Tierpark in Bad Mergentheim. Habe ich das jetzt richtig gesprochen? Etwa eine Stunde nördlich von hier über die Landstraße zu fahren. Also es ist alles noch nicht so ganz klar. Vielleicht das noch. Also, viele Bilder. Warum? Ich habe mit 5 Bildern die Sekunde gearbeitet, was bei einer 80stel nicht wirklich der Burner ist. Es sind unglaublich viele, ich sag mal, bewegte Aufnahmen dabei, weil ja die Leute einfach nicht wirklich stillgehalten haben. Dann natürlich der Autofokus. Keine Ahnung. Die Idee mit der Lampe, die habe ich sein lassen.
Das war so unangenehm, das Licht, das bringt nichts. Wenn man sowas macht, wäre es vielleicht cool, an der Straßenlaterne noch so ein zusätzliches Licht von oben zu installieren, dann ist es vielleicht besser. Also aussuchen, bearbeiten bzw. gucken, was ist gut. Und dann überlege ich mir immer, wie bearbeite ich die Bilder. Sie werden anders bearbeitet wie vor 3 Jahren. War eine andere Kamera, war eine andere Situation. Und ja, da musst du machen andere Bilder. Nee, man will ja nicht immer das Gleiche machen. Und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht mehr, wie ich die vorher bearbeite. Also ich sehe zwar die Bilder, aber wie ich das gemacht habe, keine Ahnung. Ich gehe jetzt duschen. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Murrhardt. Ich habe mir gedacht, ich lasse die ganze Sache hier nochmal so ein bisschen Revue passieren. Und wen es noch interessiert, der guckt sich das an. Also, natürlich ist man als Fotograf bei so einem Umzug nie alleine. Und ja, es ist auch nicht ganz so einfach, den richtigen Ort zu finden, wo man, ich sag mal, die ganze Zeit Fotos machen kann. Die Menschenmasse ist in Bewegung. Es waren dann plötzlich Leute vor mir, und also junge Leute. Und da habe ich dann auch gesagt, hey, gerade eben war hier noch frei. Ja, ich möchte hier Fotos machen. Also da muss man einfach durch. Und das sollte man eben auch mit einkalkulieren. Größtes Problem war das Licht. Es ist ja ein Nachtumzug. Gut, die meisten Fastnachtsumzüge sind am Tage. Da kann man natürlich mit anderen Mitteln arbeiten, hat anderes Licht, bessere Bedingungen. Ja, also, was soll ich sagen? Komme ich wieder hierher? Ja, warum nicht? Aber vielleicht nochmal mit anderen, ich sag mal, mit einer anderen Ausrüstung. Im Übrigen, wo ein schöner schwäbisch-alemannischer Fastnachtsumzug ist, auch von der Location her, vielleicht nicht auch ganz so überrannt, weil es nicht der große Ort ist. Also ich sag mal, Rottweil ist ja so eine Hochburg mit einem Riesenumzug. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch so kennt. Ne? Und ja, jetzt... ich habe ja noch meine Bilder nicht gesehen. Ja, ich habe nur mal gestern Abend noch durchgeguckt. Ich muss sagen, ich glaube, es sind ein paar gute dabei, aber es sind auch viele dabei, wo man ganz klar sagen kann, technisch gesehen bin ich an meine Grenzen gekommen. Wäre ein anderes Objektiv besser gewesen? Nicht wirklich. Ganz ehrlich, nicht wirklich. Also etwas mehr Lichtstärke, ja. Hätte aber auch weniger Tiefenschärfe zum Vorteil. Also auch da wäre ein gewisser Vorteil gewesen. Aber eine Festbrennweite wäre dann die Alternative. Und da muss ich sagen, eine Festbrennweite hätte dazu geführt, dass eben die Motive in einer bestimmten Entfernung auch sein müssen. Und das war schwierig. Ja. Und es muss eine Pro-Linse sein wegen Wasserdichtigkeit. Also gestern wäre nur eine andere Pro-Linse gegangen. Ich mache jetzt aber wirklich Schluss. Ich hoffe, euch hat das Video irgendwie ein bisschen gefallen. Ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie unten in die Kommentare. Da könnt ihr so EXIF-Daten blende ich vielleicht euch mal so ein, weil ich habe, glaube ich, immer mit der gleichen Verschlusszeit gearbeitet. Die ISO war hoch bis 12.800. Habe ich der Kamera erlaubt, ich glaube sogar ein bisschen mehr. Und Offenblende 2.8. Ach ja, und wer mir einen Kaffee ausgeben will, der sieht unten in die Videobeschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank und ciao, tschüss, euer Sven.